der Putzmann. Der Putzmann. Yo, der Putzmann hier. Ich habe das Handy jetzt versucht, das Handy heute mal anders zu halten, in der Hoffnung, dass es dann klappt. Ich bezweifle es, aber ich versuche es trotzdem. Heute geht es um Oldtimer, Freunde. Was ich damit meine, ich habe festgestellt heute, als ich nach Hause gekommen bin, in der Nähe findet ein kleines Oldtimer-Treffen statt, wie es aussieht. Und das möchte ich mir ansehen. Aber davor, upsa, gieße ich meine Tomaten. Ich weiß, es sind doch keine dran. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung von Gartenarbeit. Aber ich jetzt such's. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück und es sieht am Ende gut aus. Naja, wie gesagt, ich mache jetzt gleich los. Natürlich mit einem Drink in der Hand. Wie wäre es anders? Jo, und dann mal gucken. Das muss ich überraschen. Bis nachher, ciao. Mach mal Zündung an. Ist ein Diesel. Musst du vorglühen. Vorglühen? Jo, hier ist der Putzmann. Gerade auf dem Weg Richtung Oldtimer-Treff. Wie gesagt, Drink. Und es ist windig. Wie die Sau. Windig, sage ich euch hier. Der Putzmann! Der Putzmann! Yo, der Putzmann hier. Ich muss mich mal rasieren, denke ich. Sehe ich gerade so. Irgendwo wieder Zeit. Ja, das ist ein ganz großes Dank an Makanko für das Intro, das er mir gemacht hat, das ihr am Anfang gesehen habt. Und weil ihr es am Anfang seht, seht ihr das auch gleich nochmal am Ende. Einfach damit ihr seht, dass das Intro echt cool ist. Danke dafür. Der Putzmann! Ja. Der Putzmann! Yo, der Putzmann hier. Ich habe das Handy jetzt versucht, das Handy heute mal anders zu halten, in der Hoffnung, dass es dann klappt. Ich bezweifle es, aber ich versuche es trotzdem. Heute geht es um Oldtimer, Freunde. Was ich damit meine, ich habe festgestellt heute, als ich nach Hause gekommen bin, in der Nähe findet ein kleines Oldtimer-Treffen statt, wie es aussieht. Und das möchte ich mir ansehen. Aber davor, upsa, gieße ich meine Tomaten. Ich weiß, es sind doch keine dran. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe keine Ahnung von Gartenarbeit. Aber ich jetzt such's. Wer weiß, vielleicht habe ich Glück und es sieht am Ende gut aus. Naja. Wie gesagt, ich mache jetzt gleich los. Natürlich mit einem Drink in der Hand. Wie wäre es anders? Jo, und dann mal gucken. Das muss ich überraschen. Bis nachher, ciao. Mach mal Zündung an. Ist ein Diesel. Musst du vorglühen. Vorglühen? Jo, hier ist der Putzmann. Gerade auf dem Weg Richtung Oldtimer-Treff. Wie gesagt, Drink. Und es ist windig. Wie die Sau. Windig, sage ich euch hier. Jo, hier ist der Putzmann. Es ist furchtbar warm. Man sieht, ich bin total verschwitzt. Also ich habe mich jetzt schon etwas fortbewegt. Und da ist mir der Gedanke gekommen, entweder bin ich noch nicht weit genug gelaufen oder ich habe das verpasst. Dass die alle, als ich angekommen bin bei mir zu Hause, dass die dann alle gesagt haben, so jetzt ist Feierabend, jetzt fahren wir nach Hause. Das werde ich gleich rausfinden, weil ich ja jetzt gleich weitergehe. Ich bin nur gespannt, ob ich überhaupt was aufnehmen kann dann noch, weil ich habe festgestellt, mein Akku geht langsam zu Neige. Naja, werden wir sehen. Aller dann. Ich hoffe, es klappt. Ciao. Ja, da bin ich wieder. Da habe ich mich wohl etwas verkalkuliert. Es sind keine mehr da. Die waren tatsächlich an diesem Hotel hier. Ich nehme an, dass das ein Hotel ist. Ich bin mir nämlich jetzt sicher. Und jo, ist jetzt schade, dass ich so verpasst habe.
Ich nehme an, das ist noch ein richtiges Oldtimer-Treffen gewesen. Das war wahrscheinlich, die haben hier was gegessen und sind danach weitergefahren. Und ich habe es halt dann traurigerweise verpasst. Naja, was soll's, passiert. Also ein Oldtimer-Treffen ohne Oldtimer sozusagen für mich. Alla dann, ciao.